Und da ist die Mannschaft aus Elversberg. Angeführt von dem Kapitän Luca Dürholz. Elversberg heute in gewohnt schwarz-weiß. Und den Pass jetzt auf Kevin Coffey, der zieht einfach mal ab und trifft mit einem sehenswerten Treffer. Schöner Schuss. 1-0 für die SV Elversberg. 10 Minuten sind gespielt. Und es war sein 17. Saisontreffer. Ja, schöner Ball da aus dem Mittelfeld nach vorne in die Spitze auf Manuel Feil. Der legt zurück. Und da kommt der Ball zu Coffey. Ja, Axel Siever sitzt da neben der Trainerbank auf dem Einzelstuhl. Noch relativ ruhig. Und der vermeintliche Co-Trainer geht auf und ab. Also. Genau. Und jetzt wird es hier auch ein bisschen körperbetonter langsam. Isra Suero legt ab auf Manuel Feil und es gibt den Elfmeter. In der 50. Spielminute sah von hier oben nach einer klaren Sache aus. Keine Zweifel. Wir schauen es uns aber gerne nochmal an. Und ausführen wird Luca Dürholz, so viel sei schon mal verraten. Mal links unten, rechts unten oder doch eher nach oben. Rechts unten ist die Antwort und die Antwort lautet 2-0 für die SV Elversberg Torschütze Isra Suero Fernandes mit seinem 18. Saisontreffer. Ja, und er macht das da sehr routiniert, schaut den Torwart aus und haut den Ball ja mittig, leicht nach rechts. Und noch kann man ja nachlegen, um das Ganze auszubauen. Jetzt über Sinan Tekerci, der legt ab auf Mann. Auf Fellhauer und dann kommt das Vero nicht ganz. Martin, dann verliere ich so ein bisschen okay, Spiel läuft weiter. Den Glauben an die Menschheit, aber das Spiel läuft jetzt weiter, genau. Über die Nummer 4, über Ilber Lokai. Flanke jetzt von. Das war wieder eine knappe Szene. Gute Aktion von Torhüter Frank Lehmann. Nico Kager steht bereit. Kein Abseits hier. Und dann der Anschluss. In der 72. Spielminute durch den eingewechselten Mann mit der Nummer 30, Amir Falahen. Wir schauen uns das Ganze nochmal in der Wiederholung an. Das waren eigentlich die Situationen, die man als Elversberger Mannschaft unbedingt vermeiden wollte. So. Ball wird da über links gespielt. Hier die Ballabgabe, ja, kann man vielleicht als Abseits sehen. Tor für den Balinger. Sehenswert abgeschlossen mit links. Torschütze der mit der Nummer 30, Amir Fallah. Fellhauer mit dem weiten Einwurf und der wunderschöne Treffer. Der da nicht? Der zählt, natürlich. Der zählt, jawohl. Natürlich zählt er, der war hinter der Linie. Ganz klar zu sehen. 3-1 für Elversberg. Die richtige Antwort nach diesem, ja, doch umstrittenen Gegentreffer. Wunderschöne. Und wir schauen nochmal drauf. Abnahme aus der Drehung, zieht er ab und der Ball prallt von der Querlatte auf die Mittellinie. Nochmal die SVE jetzt über rechts. Nico Kager, Eros Dazai. Nico Kager, der geht da durch. Und dann gibt es den nächsten Elfmeter, den nächsten Strafstoß. Und auch hier saß. Du tippst ja immer die Ecke. Diesmal wird es wohl links sein. Oben schön links verwandelt. 4-1 für die SV Elversberg. Kompromisslos abgefeuert diesen Ball da. Schönes Eck. Toller Elfmeter. Da machst du nichts als Torwart. Jetzt sehen wir es nochmal. Abgefeuert, wie Martin Braun das Ganze nennt. Und ja, das ist die Antwort der SV Elversberg. 7 Minuten vor dem Ende, 4 Tore. Aber auch die Balinger jetzt wieder mit der großen Chance und dem Treffer.
Es steht 4:2 für die SVE wieder. Baling mit einer schnellen Antwort und es war die Nummer 23 ebenfalls eben eingewechselt. Ivan Novakovic. Samstag dann, wie gesagt, den Livestream und was für ein Tor von Baling. Jetzt wird es doch nochmal heiß hier, die letzten Minuten des Spiels. Baling verkürzt auf 3:4, auf 4:3. Muss man aber auch wirklich sagen, ein sehenswerter Treffer. Über Lokai mit dem Pass und dann hier abgefälscht normal und unhaltbar für Amir Fahlein mit der Hacke ins Tor. Sensationeller Treffer. Genau, mit der Hacke, okay. Ich dachte, ja. Nee, Martin, musste dein Auge noch mal ein bisschen spitzen. Jetzt vielleicht noch mal die SVE mit dem fünften. Der Ball kommt noch an. Und jetzt irgendwie wird da versucht, den Ball ins Tor zu bringen. Und jetzt ist es rum. Elversberg gewinnt 4:3 gegen Balingen.